Erster Akt. Das Schwein finden. Der Betrug beginnt mit einer Freundschaftsanfrage auf Facebook von einer asiatischen Modedesignerin namens Irene Andrade. Die Frau ist hübsch, fast zu hübsch, um echt zu sein, denkt Peter L. Ich habe auf jeden Fall überlegt, dass es ein Fake-Profil sein könnte. Man bekommt ja auch wahrscheinlich, jede Person bekommt mehrere so Freundschaftsanfragen von Fake-Profils täglich über Facebook. Deswegen habe ich dann die Person so ein ihres Profil ausgecheckt. Ich habe dann gesehen, dass wir mehrere gemeinsame Freundinnen und Freunde haben. Und auch, dass die Person regelmäßig das Profil eigentlich auch betreibt mit Posts etc. Und ich habe dann aus dem Grund eigentlich dann die Freundschaftsanfrage angenommen. Dorothy sei ihr wahrer Name, schreibt ihm die attraktive junge Frau auf WhatsApp. Schnell wird's persönlich. Bist du verheiratet? Meine Freundin und ich haben uns vor 2 Wochen getrennt. Ich bin vogelfrei. Das tut mir leid. Ich bin auch Single. Meine Beziehung zerbrach vor 3 Jahren. Zweiter Akt. Das Schwein mästen. Bald wird der tägliche Chat zur Gewohnheit. Stundenlang chatten sie, wie uns Peter L. heute zeigt. Es ist auch relativ schnell gegangen, wo so ein gewisses Vertrauen rum war. Immer wieder prüft Peter L., ob seine Internetbekanntschaft echt ist. Etwa mit der Rückwärtsbildersuche von Google. Und dann mit so ein bisschen Fangfragen habe ich probiert herauszufinden, stimmt das, ob sie wirklich in London ist? Sie hat mir gesagt, sie ist in London eigentlich. Dann habe ich mal gefragt, ob sie mir ein Bild schicken kann, wo sie im Auto gefahren war. Dort habe ich gesehen, dass das Steuerrad eigentlich auf der rechten Seite ist. Bald verfliegen die Zweifel. Dorothy scheint attraktiv und erfolgreich. Peter L. ist fasziniert. Sie erzählt ihm, dass sie mit Kryptowährungen handle. Dieses Jahr kann ich pro Monat 30.000 bis 40.000 Gewinn mit Krypto machen. Das ist unglaublich. Alles dank meinem Onkel. Er ist Kryptoanalyst. Ich zeige dir, wie das geht, wenn der Markt wieder gut ist. Dein Onkel ist ein Genie. Ich wäre geehrt, wenn du mir das zeigst. Kantonspolizei Zürich, Abteilung für Cybercrime. Hier kennt man Fälle wie jenen von Peter L. Schweizweit sind 2022 schon 800 Anzeigen wegen Online-Betrugs eingegangen. Schadenssumme 80 Millionen Franken. Serdar Günal Rütsche weiß, die Betrüger sind auf Facebook schwer auszumachen. Täterschaft macht natürlich sich auch schlau. Social Engineering nennt man das. Man schaut die Person an, welche Freunde hat die Person. Dann stellt man vermutlich bei 10 bis 20 Freunde von der Person auch Anfragen. 8 würden Nein sagen, aber es lange durch 2, wenn man so 2 gemeinsame Freunde hat, um so eine Vertrauensbasis aufzubauen. Dritter Akt. Das Schwein schlachten. Auf Rat von Dorothy lädt Peter L. die App Ace Pro auf sein iPhone, um auch mit Kryptowährungen zu handeln. Das Ziel? Mit Kursveränderungen Gewinn machen. Die App sieht aus wie echt. Sie enthält scheinbar viele Kryptowährungen, mit denen gehandelt werden kann, und spiegelt echte Kursverläufe. Peter hat bereits ein Konto an der anerkannten Kryptobörse Binance. Von dort zahlt er Geld in die App Ace Pro ein. Der erste Trade ist so abgelaufen, dass ich eigentlich ungefähr 100 Franken in Form von Kryptowährungen von meinem Binance-Konto auf Ace Pro geladen habe und ich dann innerhalb von etwa 10 Minuten 148 Franken gemacht habe. Nachdem mir die Person dann gezeigt hat, wie man das Geld wieder kann von Ace Pro zurück auf Binance laden und das effektiv auch funktioniert hat, ist eigentlich mein Zweifel dann verflogen. Als er den Gewinn in der Hand hat, ermuntert ihn Dorothy, mehr zu investieren, bis er sein ganzes Vermögen von 10.000 Franken einsetzt. Er macht scheinbar 7.000 Gewinn, doch das reicht nicht. Mein Onkel macht dir eine neue Trading-Strategie mit doppeltem Gewinn, aber du hast nicht genug im Depot. Ich weiß. Keine Sorge, wir werden langsam dein Depot erhöhen und mehr Gewinn machen. Kann man mit 10.000 doppelten Gewinn machen? Am besten hat man 20.000. Die Alarmglocke hat geläutet, als ich das erste Mal wieder einen Geldbetrag zurücktransferieren wollte von Ace Pro nach Binance und die Transaktion gestoppt wurde. Jetzt dämmert ihm, er investiert nicht wirklich. Die ganze App ist nicht echt.
London, Sicherheitsfirma Sophos. Hier untersucht ein Mitarbeiter schon seit Jahren diese Betrugsmasche. Opfer aus der ganzen Welt kontaktieren ihn, auch Peter L. Wir wollen wissen, wie schafft es eine falsche App in den offiziellen Apple Store? Die App wurde im Apple Store ursprünglich als QR-Scanner zugelassen. Erst nach der Prüfung durch Apple haben die Betrüger im Hintergrund eine neue Webadresse eingebaut, um den Opfern eine Krypto-Handels-App vorzugaukeln. Dabei war die App nicht echt, es wurde kein Geld angelegt, sondern es floss direkt zu den Betrügern. Er erzählt auch, dass es meist chinesische Gruppen sind, die im Hintergrund die Fäden ziehen. Sie arbeiten wie normale Firmen und operieren aus südostasiatischen Ländern wie Kambodscha heraus. Sie haben Technologie- und Finanzabteilungen. Die Leute, die mit den Opfern chatten, heißen Keyboarder. Es sind oft Leute aus armen Ländern wie Indien oder China. Der Fernsehsender CNA in Singapur zeigt, wie dieses sogenannte Pig-Butchering funktioniert. In großen Callcentern betreuen Männer und Frauen die Opfer aus der ganzen Welt. Mit falschen Identitäten chatten sie mit ihnen. Die Chatter sind in riesigen Wohnblöcken untergebracht und oft selber Opfer von Menschenhandel, angelockt durch hohe Löhne und dann festgehalten. Dorothy ist auch so eine falsche Identität, vermutlich kreiert mit Fotos eines gekauften Models. Die Facebook-Seite ist immer noch aktiv. Viele der Männer, die heute noch kommentieren, stammen aus der Schweiz. Allesamt potenzielle neue Opfer. Für die Polizei ist klar, Facebook und andere soziale Medien könnten mehr tun, um Betrügern die Kontaktaufnahme zu erschweren. Plattformbetreiber hätten die Möglichkeit, um die Fake-Profile dann können prüfen. Also man dürfte nicht einfach die Benutzerangabe entgegennehmen, sondern man müsste auch entsprechend prüfen, sei das Alter, sei das Wohnort, das kann man heute geografisch prüfen. Da könnten Plattformbetreiber sicher mehr machen. Peter hat sein Erspartes von 10'000 Franken verloren. Die Polizei konnte ihm nicht helfen. Denn im Krypto-Universum sind Zahlungen kaum mehr nachverfolgbar. Also wenn ich sehe, dass das Profil von dieser Betrügerin nach wie vor online ist, obwohl ich die Person blockiert habe und mehrfach gemolde, das ist eigentlich schon noch erstaunlich. Den Kontakt zu ihm hat die falsche Dorothy aber abgebrochen. Auf Facebook und auf WhatsApp. Letzter Akt. Das Schwein löschen. So endet der Betrug. Immerhin, Apple hat die Fake-App in der Zwischenzeit aus dem Apple Store entfernt. Meta, der Konzern hinter Facebook, schreibt auf unsere Anfrage, warum das Profil von dieser angeblichen Dorothy immer noch online ist. Sie geben zu Einzelfällen keine Auskunft. Sie haben letztes Jahr mehr als 4,5 Milliarden Fake-Accounts gelöscht. Weder lässt sich das überprüfen, noch erklärt es, warum denn ausgerechnet der von der Dorothy nicht gelöscht ist, obwohl ein unser Protagonist mehrmals bei Facebook gemeldet hat. So viel zu der Verantwortung von Plattformbetreiber und gerade nochmal ernüchternd, auch die Polizei kann in den wenigsten Fällen helfen. Offenbar sind unsere Strafverfolgungsbehörden am Limit, wenn es um Internetkriminalität geht, die aus dem Ausland gesteuert wird. Bleibt die Frage, was kann ich selber machen, um mich zu schützen? Eine, die es wissen muss, ist Psychologin Katrin Graber. Sie arbeitet für die Polizei und fürs Gericht und kennt sich aus mit Betrügerinnen und mit Betrogenen. Wir haben sie heute Mittag in ihrer Praxis in Zürich getroffen. Frau Graber, da geht es jetzt um eine digital affine Person. Wie kann das sein, dass die auf so etwas hineingeht? Man muss dazu wissen, dass die Täterschaft sehr perfid vorgeht. Es gibt auch nicht spezifische Persönlichkeitseigenschaften, die so Betroffene aufweisen würden. Hingegen hat man herausgefunden, dass viele der Betroffenen sich in einer schwierigen Lebenssituation befunden haben. Zum Beispiel haben sie gerade kürzlich eine schwierige Trennung durchgemacht oder eine schwierige Scheidung oder vielleicht auch den Job verloren. Besonders gefährdet sind Personen, die sich nach neuen Freundschaften sehnen,
oder nach einer Liebesbeziehung. Das sind ja zutiefst menschliche Bedürfnisse. Das ist Psychologie, oder, was die machen? Man tut ganz viele Informationen, persönliche Informationen über die Person sammeln. Mhm. Und da weiss man auch sehr viel über die Wünsche und Bedürfnisse von dieser Person. Und genau da setzt die Täterschaft an. Eine andere Möglichkeit ist auch, dass man so über Gemeinsamkeiten Vertrauen schafft. Also wenn zum Beispiel eine Person sagt, sie hat vor kurzem eine schwierige Scheidung gemacht, das fühlt sich an, wie als hätte sie den Partner verloren. Und dann sagt die Betrügerschaft, meine Frau ist vor 3 Jahren an einer Krebserkrankung gestorben. Ich weiss genau, wie sich das anfühlt. Und durch die Gemeinsamkeiten wird dann halt Vertrauen und Intimität geschafft. Im Grunde genommen ist es ja nicht viel anders, als wenn man jemanden kennenlernt auf so einer sozialen Plattform. Also wie soll ich denn das durchschauen? Weil genau so funktioniert natürliches Kennenlernen ja auch. Genau, das ist die Schwierigkeit am Ganzen. Also in der Anfangsphase ist es vermutlich durchaus sehr schwierig zu erkennen, ob sich da ein Betrüger oder eine Betrügerin dahinter verbirgt oder nicht. Man kann vielleicht ein bisschen skeptisch sein, wenn mit Reichtum protzt wird, wenn viele Autos, teure Autos zur Schau gestellt werden, auch wenn schnell nach Geld gefragt wird oder wenn sehr schnell Liebesbekundungen kommen von einer Person, die man noch gar nie getroffen hat. Oder wenn jemand nie videochatten will, oder zum Beispiel. Ganz genau. Aber auch da, die Täterschaft, die geht immer ausklügelter vor. Also da, auch da, die entwickelt sich weiter, sprechen mehrere Sprachen, haben mehr Bildmaterial zur Verfügung. Das wird zunehmend schwieriger, das zu erkennen. Also es sind Profis, oder? Kriminelle Profis. Das sind wirklich kriminelle Profis. Was vielleicht auch noch hilft, ist, wenn man ein bisschen selbstkritisch mit sich selber ist und sich wirklich überlegt, warum soll sich jetzt so ein gut situierter, attraktiver Mensch aus einem fernen Land mit keinem Bezug zu meinem Leben plötzlich für eine Fernbeziehung mit mir interessieren? Offenbar ist es auch ein Muster, wie jetzt in dem Fall, dass dann ein Familienmitglied auftaucht, relativ schnell. Jetzt da ist der Onkel, der angeblich ein Anlageguru ist und wir können jetzt da zum schnellen Geld kommen. Das ist ja schon noch verführerisch, oder? Dass einem jemand zeigt, wie man Geld verdienen mit Kryptowährungen. Das scheint auch ein Muster zu sein. Offensichtlich, ja. Und auch dort wird wieder so ein Bedürfnis angedockt, Geld zu vermehren. Und das funktioniert ja auch in einem ersten Schritt. Das weiss ja auch die Täterschaft, dass sich das lohnt, die Leute so zu ködern, bis sie dann mehr Geld investieren, was dann aber tatsächlich in den allermeisten Fällen dann verloren ist. Jetzt in dem Fall ist es ja noch dazu gekommen, das ist ja besonders bitter, oder? Der Mann hat einen Haufen Geld verloren. Nachher wendet er sich an die Plattform, er wendet sich an die Polizei und helfen kann ihm eigentlich niemand. Ist das ein klassischer Fall, dass es einfach schwierig ist, denen nachher habhaft zu werden? Also man hat aus der Polizeistatistik aus dem 2021, dort ist die Aufklärungsrate bei Romance-Scam mit 12% beziffert. Was relativ tief ist, was sicher auch damit zusammenhängt, dass die Täterschaft vorwiegend aus dem Ausland operiert. Gibt es irgendetwas, was Sie den Leuten empfehlen, wie man sich schützen kann oder auch wie man dann vorgeht, wenn es einem passiert ist? Also schützen, man soll immer kritisch sein. Ich persönlich finde es immer gut, wenn man genau über so Themen mit der besten Freundin, mit dem besten Freund oder einer anderen Vertrauensperson redet. Hat man ja vielleicht eben nicht, oder? Darum ist man so verzweifelt. Ja, auch dann kann man wirklich frühzeitig einfach mal bei der Polizei anrufen. Die Polizei kennt ja das Phänomen, die urteilen auch nicht, aber die können sehr schnell eine Einschätzung vornehmen. Mhm. Also wenn da nicht sonst eine Vertrauensperson rum ist, würde ich früher mal einfach Kontakt aufnehmen mit der Polizei. Wie erleben Sie das in Ihrem Alltag? Sind die Leute dann skeptisch gewesen, unterwegs mal? Also was erzählen die im Nachhinein? Also das ist sehr interessant. Die meisten Personen geben an, dass es bei ihnen schon so Phasen gegeben hat, wo sie an der Echtheit vom Partner oder von der Partnerin zweifelt haben. Es sind dann auch Fangfragen gestellt worden, wie zum Beispiel, über was haben wir das erste Mal geredet. Aber die Fragen können immer beantwortet werden, weil die ja auch so gut organisiert sind. Und dann verfliegen halt die Zweifel. Und wir wissen auch, es ist menschlich, das kennen wir wahrscheinlich alle in der einen oder anderen Form, dass halt manchmal einfach Gefühle mehr Gewicht haben als die Vernunft. Danke vielmals, Frau Graber. Sehr gerne.